betont hat, dass es nicht nur auf große Reden ankommt, sondern auch auf die Arbeitsbeziehungen. SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen auf der Drucksache 8540 mit dem Titel Ein deutsch-französisches Parlamentsabkommen für eine verstärkte parlamentarische Zusammenarbeit. Mir liegen zur Abstimmung mehrere Erklärungen nach § 31 der Geschäftsordnung vor. Wir stimmen über den Antrag auf Verlangen der Fraktion der AfD namentlich ab. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Darf ich fragen, ob die Plätze an den Urnen besetzt sind? Das ist offensichtlich der Fall, denn eröffne ich die Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der CDU, CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen. Darf ich fragen, ob noch ein Mitglied im Haus anwesend ist, das seine Stimme noch nicht abgeben konnte, obwohl er wollte oder sie? Haben jetzt alle Kolleginnen und Kollegen abstimmen können? Dann schließe ich die Abstimmung.
und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Wir werden das Ergebnis der Abstimmung später bekannt geben. Und ich würde jetzt gerne die Beratung fortsetzen und bitte Sie, sofern Sie überraschenderweise und bedauerlicherweise nicht an den weiteren Beratungen teilnehmen wollen, den Saal für diejenigen, die jetzt hereinströmen, rasch freizumachen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2. Ja, meine Damen und Herren, nun geht es weiter mit der Regierungsbefragung, die ja seit kurzem reformiert ist, jetzt länger dauert. Es ist jeweils ein Minister anwesend, der befragt wird. Das geht reihum. Heute ist der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer da und er wird ja einiges hier zu sagen haben, zu erklären haben. Themen gibt es genug in seinem Haus von den Autos, den Kraftfahrzeugen, dem Diesel, über die Bahn und die Zukunft des Schienenverkehrs. Die Befragung beginnt mit einem Eingangsstatement, das der zuständige Minister halten wird. Und dann können ein wenig nach Themen geordnet die Abgeordneten ihre Fragen stellen, zunächst an den Minister, der anwesend ist, dann auch an andere Ressorts, die zumindest mit Staatssekretären vertreten sind. Im Gegensatz zu früher, wo die Regierungsbefragung 30 Minuten dauert, dauert sie jetzt also 60 Minuten. Eine Rundumbefragung, die letztlich dazu dienen soll, mehr Lebendigkeit, eine lebendigere Diskussion hier im Parlament zu haben. Der nächste Fragesteller dran. Auch dabei werde ich jeweils Nachfragen zulassen, insofern eine weitere Entwicklung gegenüber der letzten Regierungsbefragung. Und zur Beantwortung behält vorrangig der Bundesminister, der Zuständige, das Wort. Für heute hat die Bundesregierung mitgeteilt, dass der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Herr Andreas Scheuer, zur Verfügung steht. Herr Bundesminister, wenn Sie mögen, dürfen Sie einleitend bis zu 5 Minuten einen Bericht geben. Ich entnehme Ihrer Mimik, dass Sie mögen. Sie haben das Wort. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, gerne mache ich eine Einleitung, vor allem nach einer Abstimmung, wo es um die deutsch-französische Freundschaft geht. Und ich vermelden kann, dass wir sehr viele Projekte mit Frankreich zusammen haben. Ich werde jetzt in den nächsten Wochen vor allem ein trinationales Projekt eines Testfeldes zwischen Luxemburg, Frankreich und Deutschland besuchen. Also das heißt, auch wir leben natürlich in den verschiedenen Projekten diese deutsch-französische Freundschaft. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr Projekte, die wir in diesem ersten Jahr angeschoben haben. Das ist das Zukunftsbündnis Schiene, der Deutschlandtakt, das Spitzengespräch zur Luftfahrt, das jetzt in ein paar Tagen wieder ansteht und eine erhebliche Verbesserung erzielen soll. Mobilfunkgipfel, Sofortprogramm Saubere Luft, Aktion Abbiegeassistenten, Masterplan Binnenschifffahrt, Planungsbeschleunigungsgesetz, Pkw-Maut, Autobahnreform und. Das heißt, wir sind gut drauf und wir können 15 Gesetze vermelden und mehr als 40 Verordnungen. Das heißt, wir haben in diesem Jahr mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr gut gearbeitet. Ich danke den vielen tausend Mitarbeitern meines Hauses und meiner politischen Hausleitung für diese Unterstützung. Ich könnte hier in den einzelnen Bereichen über die Verkehrsträger hinweg und über die digitale Infrastruktur hinweg weitermachen. Wir haben in den letzten 12 Monaten enorm viel auf den Weg gebracht. Hinzu kommt, dass wir auf Rekordniveau investieren, in unsere Verkehrswege, aber auch in die digitale Infrastruktur. Dieses Haus investiert, baut, fördert. Das BMVI ist in ganz Deutschland unterwegs und wir wollen bessere Mobilität und wir wollen natürlich auch flächendeckend Mobilfunk und Deutschland mit Gigabit-Anschlüssen versorgen. Da gibt es einiges zu tun und ich weiß, dass wir einige Themen oft und intensiv auch im zuständigen Ausschuss oder in den zuständigen Ausschüssen diskutiert haben. Ich möchte vorneweg bemerken, dass wir über die Verkehrsträger hinweg fördern und investieren in Schiene, Straße, ÖPNV, Radverkehr sowie Wasserwege und Flugverkehr. Und das ist das wirkliche Investitionsministerium des Bundes. Wir investieren wie nie zuvor. Jeder Verkehrsträger hat seine eigenen Stärken. Jeder Verkehrsträger wird gebraucht und keiner
ist ersetzbar. Wir wollen ganzheitliche Mobilität und das nicht nur auf das Auto bezogen. Aber wir brauchen weiterhin leistungsfähige automobile Mobilität. Denn ich bin auch überzeugt davon, dass die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger auch in den nächsten 20, 30 Jahren aufs Auto setzen. Aber in einer veränderten Form, einem anderen Mobilitätsmanagement, dem stellen wir uns in der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität. Diese nationale Plattform ist nicht eine nationale Plattform nur für das Auto. Diese nationale Plattform ist nicht nur eine Plattform für die Einhaltung der Klimaschutzziele im Verkehrssektor und die CO2-Reduzierung, sondern sie heißt nationale Plattform Zukunft der Mobilität und das über Verkehrsträger hinweg. Das Auto wird sicherlich anders gemanagt werden müssen. Vielleicht kann man mal den Ausblick wagen, dass das Auto nur ein Baustein der Mobilität von morgen sein wird. Ein Mobilitätsmix wird in der Zukunft mehr denn je sein. Und das in ganz neuen Formen der Fortbewegung, beispielsweise im öffentlichen Nahverkehr oder auch in der Logistik mit Drohnen, mit Zustellrobotern, was den innerstädtischen Verkehr betrifft. Und die Digitalisierung wird uns dabei helfen. Selbstverständlich kann die Digitalisierung nicht alle Klimaschutzziele alleine einhalten, aber die digitalen Helferlein werden einen Beitrag dazu leisten. Und das heißt, die Mobilität von morgen wird sicherlich gepolt sein, entweder mit dem Tretroller zu beginnen oder mit dem Fahrrad, dann auf den Bus einzusteigen, dann die Bahn zu nehmen, zuletzt wieder den E-Roller. Und diese App, die frühmorgens benutzt wird, empfiehlt vielleicht am nächsten Tag einfach einen Ridesharing-Dienst zu nehmen von Haustür zu Haustür, weil es gerade regnet oder weil es die Verkehrsverhältnisse zulassen. Und das meinen wir nicht nur für Stadtbewohner und Bewohner von Metropolregionen, sondern wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und wir widmen uns vor allem durch diese neuen Mobilitätsmöglichkeiten dem ländlichen Raum. Gute, moderne, saubere Mobilität für alle. Zum Beispiel die Ridesharing-Dienste in Stadt und Land werden natürlich auch mit alternativen Antrieben unterwegs sein. Und die Digitalisierung kann uns vor allem auch im ländlichen Raum dabei helfen, neue Angebote für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Und das nicht nur für die junge Generation, vor allem auch für die ältere Generation. Wir benötigen zudem den Wechsel auf emissionsfreie oder wenigstens emissionsarme Fahrzeuge. Da brauchen wir einen schnelleren Hochlauf von Fahrzeugen, die batterieelektrisch sind und mit Wasserstoff oder Gas angetrieben werden. Konkret bedeutet das, bis 2030 werden wir bis zu 10 Millionen Elektro-PKWs brauchen. Wir brauchen aber Fahrzeuge, die vor allem bezahlbar sind und alltagstauglich. Wir brauchen bei den Nutzfahrzeugen 500.000 Elektronutzfahrzeuge und 300.000 Ladepunkte. Das heißt, Herr Präsident, auch ich habe Ihr Räuspern vernommen. Meine einleitenden Worte gehen auf die Zielgerade. Wir diskutieren gerade einen Haushalt 2020 unter auch schwierigeren Bedingungen vielleicht. Aber trotzdem möchte ich das Parlament um Unterstützung bitten, die notwendigen Investitionsmittel wieder bereitzustellen, um wirklich wichtige Investitionsprojekte im Bereich der Mobilität der Zukunft anzuschieben. Und vor allem beim Bauen nicht nachzulassen, denn das ist die Reinvestition von Steuergeld in die einzelnen Wahlkreise und Regionen. Und das werden die Bürger auch zu nutzen wissen. Herzlichen Dank. Soweit Andreas Scheuer mit seinem Eingangsstatement und einem Ausblick auf die Mobilität der Zukunft am Ende mit einer Bitte an das Parlament, dass die nötigen Mittel zu bereitzustellen. Deutsch-französischen Parlamentsabkommen für eine verstärkte Parlamentarische. Jetzt gibt es hier das Ergebnis einer Abstimmung zum deutsch-französischen Parlamentsabkommen. Abgegebene Stimmen 645, mit Ja haben gestimmt 509, mit Nein haben gestimmt 111, 25 Enthaltungen. Der Antrag ist damit auf der in der Drucksache 62/20. Deutliche Zustimmung also der Mehrheit der Abgeordneten. Für das deutsch-französische Parlamentsabkommen 509 Ja-Stimmen von 645 abgegebenen. Die erste Frage an den Verkehrsminister hat jetzt Dirk Spaniel für die AfD. Sehr geehrter Herr Scheuer, es ist ja die Zielsetzung der Bundesregierung, den CO2-Ausstoß generell zu minimieren.
Und da haben Sie ja die Emissionen in verschiedene Sektoren eingeteilt. Ein Sektor ist der Verkehr, ein anderer Sektor ist der Stromerzeugungssektor. Durch Elektrofahrzeuge wollen Sie jetzt die Emissionen im Verkehrssektor vermindern. Der Strom für die Autos muss aber aus dem Stromerzeugungssektor kommen. Und nach Ihren Plänen wird dort zumindest bis 2030, ja auch noch so ein bisschen länger, große Anteile dieser Stromerzeugung mit Kohlekraftwerken erledigt. Das heißt, dieser Strom für die Elektroautos hat einen sehr hohen CO2-Anteil. Es gibt also sektorübergreifend gar keine Reduktion der CO2-Emissionen. Oder gibt es konkrete Pläne der Regierung, hier eine Regelung aufzusetzen, dass Elektrofahrzeuge ausschließlich mit regenerativem Strom geladen werden? Herr Minister. Herr Kollege, wie Sie wissen, arbeitet gerade die nationale Plattform Zukunft der Mobilität in 6 Arbeitsgruppen. Dazu ist das Thema alternative Antriebe und nicht nur bezogen auf die Elektromobilität, sondern technologieoffen. Dort auch in dieser Arbeitsgruppe synthetische Kraftstoffe, alternative Kraftstoffe generell, also das heißt der gesamte Innovationsbereich angesiedelt, und auf der anderen Seite auch das Thema Infrastruktur, auch was die Netze betrifft, die Energie betrifft. Genau das diskutieren wir gerade. Sie sprechen immer von Sie haben. Nein, wir haben noch nicht, weil wir lassen die Experten jetzt genau arbeiten, um Ergebnisse zu bekommen aus diesem Prozess der nationalen Plattform, die wir dann politisch gemeinsam entscheiden müssen. Das BMU hat jetzt einige Überlegungen vorgelegt und einige Anforderungen an die Ministerien gestellt. Da werden wir auch intensiv in der Bundesregierung darüber diskutieren. Aber der Prozess, wie wir Mobilität von morgen organisieren, der läuft und der ist vor allem hochspannend und soll nicht abschrecken, sondern eher begeistern. Auch Sie, Herr Kollege, sollen begeistert sein. Mögen Sie noch, bitte. Geben Sie mir immer ein Zeichen, wenn Sie eine Frage stellen wollen. Jetzt kommt eine Nachfrage des Abgeordneten Spaniel. Nur ist es ja so, dass tatsächlich auch viele Fahrverbote in Städten jetzt Leute treffen, die dann eben sich für den Weg des Verbrennungsmotors entscheiden. Und dann wäre die nächste Frage, gibt es hier eine Planung über eine gesetzliche Vorgabe, dass eine Mindestanzahl von Ladestationen in diesen Städten dann vorgesehen muss, damit es wenigstens eine Infrastruktur gibt für potenzielle Elektrofahrzeuge? Also die Technologieoffenheit bezieht sich nicht nur auf alternative Antriebe, sondern wir brauchen weiterhin zu den Mobilitätsvarianten den sparsamen Benziner, den sauberen Diesel. Und wir wollen als Bundesregierung Fahrverbote vermeiden mit ganz konkreten Programmen. Wie Sie wissen, das Sofortprogramm Saubere Luft. Momentan haben wir rechtskräftig nur ein Fahrverbot, das ist in Stuttgart, über eine größere Fläche, und ein zweites über ein paar hundert Meter in Hamburg. Alles Weitere ist in der Schwebe, und Sie haben ja das Verfahren in Wiesbaden gesehen. Genau das ist unsere Herangehensweise. Wir fördern mit einem Masterplan, mit Fördergeldern des Bundes, damit ein neuer Luftreinhalteplan gemacht werden kann in Wiesbaden, sodass konkrete Maßnahmen in dem Luftreinhalteplan plus die Maßnahmen aus dem Supportprogramm Saubere Luft, die das Gericht überzeugen, dass es nicht notwendig ist, zur Einhaltung der Grenzwerte ein Fahrverbot zu verhängen. Deswegen ist das unsere Strategie, erst einmal Fahrverbote zu vermeiden. Und Sie haben ja auch gesehen, dass wir Anpassungen machen, ob das in der Federführung des BMU, des BIMSCG ist oder auch das Straßenverkehrsgesetz. Also wir sind an dieser Stelle am Arbeiten, um nicht die Alltagseinschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger durch Verbote zu haben, sondern Mobilität zu ermöglichen. Danke sehr. Dr. Kramer-Diaby, SPD, stellt die nächste Frage. Kamel Diaby für die SPD-Fraktion ist jetzt dran. In meinem Betreuungswahlkreis im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt gibt es eine erhebliche Verkehrslärmbelastung der Ortsteile in der Nähe der Stadt Osterfeld an der A9. Aus diesem Streckenabschnitt gibt es keinerlei Geschwindigkeitsbegrenzungen. Trotzdem wird es bei der Lärmberechnung eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h zugrunde gelegt. Die Landesregierung Sachsen-Anhalt beruft sich bei dieser Berechnung auf eine zwingende Regelung ihres Hauses. Dies gebe die Richtlinien für den Lärmschutz an Straßenausgabe 1990 vor. Die Geschwindigkeit dürfte aber deutlich höher sein als 130 km/h, da es eben keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt und die Straßen zusätzlich abschüssig ist. Meine Frage an Sie, Herr Minister, was ist denn
an diese Anpassung der Richtlinien. Wann ist damit zu rechnen? Wann können wir diese Richtlinien für den Lärmschutz an Straßenausgabe 90, wann können wir damit rechnen? Herr Kollege, das Thema Lärmschutz bewertet diese Koalition, der Sie angehören, und die Bundesregierung in hohem Maße. Wir haben die Lärmschutzwerte vor einiger Zeit bei der Straße und bei der Schiene ganz eklatant gesenkt, sodass wirkliche Erleichterungen für die Bürgerinnen und Bürger da sind. Im Übrigen macht die ganze Lärmschutzbetrachtung, auch was die Geschwindigkeitsbegrenzungen betrifft, die Beschilderungen, die Auftragsverwaltung vor Ort. Wir geben nur den Rahmen, den Sie auch mit beschlossen haben, vor. Und ich kann Ihnen aus Ihrem Anliegen nochmal anbieten, mir den Streckenabschnitt genau anzuschauen und dass wir nochmal darüber diskutieren. Das machen wir gerne. Das ist BMVI Service und politische Dienstleistung. Das bieten wir gerne an. Ich weiß auch noch viele andere Kolleginnen und Kollegen, die ähnliche Anliegen haben. Dann stellt die nächste Frage der Kollege Oliver Luxig, FDP. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Luxic ist Sprecher für Verkehrspolitik der FDP-Fraktion. Volkswirtschaftlicher Schaden, massiver Eingriff in das private Eigentum. Und das liegt auch daran, dass in Deutschland meiner Meinung nach falsch und auch anders gemessen wird als im Rest von Europa. Es wird uneinheitlich die EU-Richtlinie ausgelegt. Und ein Gutachten des Europäischen Parlaments, des Kollegen Linz, Ihrer Parteienfamilie, angehört, stellt fest, dass es in Österreich und Polen nicht zu Vertragsverletzungsverfahren kommt, aber beispielsweise in Deutschland, weil anders gemessen wird. Deswegen meine Frage auch vor dem Hintergrund, dass gerade in Stuttgart in der Pragstraße eine Messstelle abgebaut wird. Die Frage, ob Sie meine Einschätzung teilen, dass wir in Deutschland anders messen als im Rest von Europa und ob Sie ausschließen können, dass auch andere Messstellen nicht korrekt aufgestellt sind. Herr Kollege Luxic, ich habe erwartet, dass Sie als Vorbemerkung mir nochmal danken für die großen Investitionen in Ihrem Heimatbundesland Saarland, wo wir uns unlängst getroffen haben. Aber zu Ihrer Frage. Die Messsituation ist ja eingefordert, durch die Verkehrsministerkonferenz zu überprüfen. Die Umweltministerkonferenz hat sich dem angeschlossen. Wir haben, weil für die Messungen ist ja federführend das Umweltministerium zuständig, jetzt die Initiative, dass die Messstellen überprüft werden. Wir haben als BMVI einige Erkenntnisse von Messstellen, wo wir sagen, das geht über den Rahmen der europäischen Vorgaben hinaus. Wir müssen uns halt als Deutsche die Frage stellen, wie wir messen und wie maximal wir messen. Es gibt ja eine gewisse Range, in der man sich bewegen kann. Also beispielsweise in Österreich, in Wien, steht die Messstelle in der Fußgängerzone am Stephansdom, also die für die Stadt zuständige Messstelle. Bei uns steht sie oft an der vierspurigen Straße in einer Gebäudenische. Das haben wir als BMVI immer kritisiert. Wir brauchen einheitliche Regeln. Aber natürlich, die Rückmeldung ist, kann ich maximal streng messen? Das ist oft in Deutschland so unser Herangehensweise, oder nutze ich die komplette Flexibilität, die mir Europa vorgibt, aus? Und in dem Streitpunkt sind wir momentan. Wir erwarten jetzt die Ergebnisse aus der Begutachtung der Messstellen. Herr Minister, die Ampel gilt auch für die Mitglieder der Regierung. Das habe ich befürchtet. Der Kollege Luxig möchte eine Zusatzfrage stellen. Flexibel ausgelegt werden, ähnlich wie hier das Messverfahren. Also ich freue mich, dass Sie das Problem erkennen. Es geht nämlich darum, einen repräsentativen Wert zu haben und eben nicht dort zu messen, wo die höchste Exposition ist. Aber bei der Überprüfung wird natürlich wenig rauskommen, weil es ja eben rechtlich möglich ist, so nah zu messen, aber unsinnig und nicht dem Geist der Richtlinie entspricht, wo es ja explizit darum geht, einen repräsentativen Wert zu haben. Deswegen meine Frage, weil Sie eben eine Messstelle auch angesprochen haben, das Thema Bauflucht. Ist Ihnen bekannt, dass es auch Übersetzungsfehler gibt in der 39. Bundesemissionsschutzverordnung, in der Anlage, zum Beispiel in der Frage beim Luftstrom, wie dort die Abstände mit der Baufluchtlinie sein sollen? Sind Ihnen diese Übersetzungsfehler bekannt und sind Sie bereit, die zu korrigieren? Erstens, BMVI ist nicht federführend. Zweitens, dieser Sachverhalt ist mir bekannt. Und wir werden ein wachsames Auge auf die zuständigen Behörden haben. Aber das BMVI stellt keine Messstellen auf.
Danke sehr. Die nächste Frau Kollegin Pantel möchte eine Zusatzfrage stellen. Ja, Pantel ist das, meine Damen und Herren aus der CDU-CSU-Fraktion. Herr Minister, es freut mich sehr, dass wir eine Regierung haben, die verkehrs- und antriebsoffen arbeitet und nicht ideologisch nur in eine Richtung. Jetzt hatten wir eine Informationsveranstaltung letzte Woche, wo uns ganz klar von wissenschaftlicher Seite belegt wurde, dass der Feinstaub, der ja sonst auch immer dem Kfz zugedacht und zugesprochen wird, nur ganz wenig mit den Autofahrern zu tun hat. Meine Frage ist, gibt es da Aufklärungsarbeit von Seiten des Ministeriums? Weil ich glaube, dass die Bürger vor Ort mit all dieser Differenzierung nicht, also sehr alleine gelassen werden, dass eben nicht der Feinstaub dass die Ursache des Kfz ist. Frau Kollegin, ich habe das Protokoll dieser Veranstaltung gelesen, die Sie initiiert haben. Bin auch dankbar darüber, dass so eindeutige Rückmeldungen gekommen sind. Man muss auch dazu sagen, Quelle 2018 Umweltbundesamt, Feinstaubüberschreitungen in den Innenstädten sind nicht mehr vorhanden. Das heißt, wir haben die Feinstaubdiskussion positiv gelöst. Man schmeißt da immer alles in einem Topf. Wir diskutieren ja über die NOx an dieser Stelle. Aber ich kann das nur bestätigen, auch durch Rückmeldungen von Wissenschaftlern, die sich geäußert haben. Und da meine ich nicht die Diskussion, die wir über den Jahreswechsel geführt haben mit Lungenfachärzten, sondern nochmal andere Wissenschaftler, die den Feinstaub nochmal genau analysiert haben, kommen zu diesem Ergebnis, wie von Ihnen geschildert. Danke sehr. Frau Kollegin Leidig, Die Linke. Ja, ich möchte. Sabine Leidig für die Linksfraktion hat die nächste Frage. Auf die Messwerte und die Art und Weise der Erhebung und die Schädlichkeit von motorisierten Individualverkehr bedingten Emissionen bezieht. Ich möchte Sie fragen, ob Sie sich die Kabarettsendung Die Anstalt am 12. März, also in der vorletzten Woche, angeschaut haben und wie Sie zu der dort imaginierten Unterhaltung des Verkehrsministers Dr. Scheuer mit dem Physiker Isaac Newton stehen, wo einige Irrtümer aufgeklärt wurden, denen Sie offensichtlich aufgesessen sind. Frau Kollegin Leidig, nach meiner gesicherten Erkenntnis ist das kein Gremium, das Hohe Haus, das Cabaret-Sendungen analysiert. Aber wir können uns gerne im Stuhlkreis im Kulturzentrum XY darüber unterhalten. Aber ich hätte auch noch einige Ideen zum Nockerberg, also da können wir uns intensiv austauschen. Die nächste Frage stellt der Kollege Dr. Christoph Bloss, CDU-CSU. Christoph Bloss ist das aus der Unionsfraktion mit der nächsten Frage. Elektrokleinstfahrzeuge erwähnt, die ab dem Frühsommer dieses Jahres einen wichtigen Beitrag zur Modernisierung des Verkehrs leisten werden. Sowohl für die erste als auch für die letzte Meile werden sie wahrscheinlich häufig zum Einsatz kommen. Und eine Zulassung, so haben Sie bekannt gegeben, ist für Ende Mai vorgesehen für Elektrokleinstfahrzeuge mit Lenkstange, sofern der Bundesrat zustimmt. Und wir begrüßen das als CDU-CSU-Fraktion natürlich sehr, wie wir auch im Verkehrsausschuss schon deutlich gemacht haben. Meine Frage geht dahin, was ist mit den Elektrokleinstfahrzeugen ohne Haltestange? Wann haben Sie da eine Sonderverordnung vorgesehen, beziehungsweise wann sollen diese legalisiert werden? Bei den Elektrokleinstfahrzeugen mit Halte- und Lenkstange sind wir im Verfahren, da habe ich die Verordnung freigezeichnet. Auch im Kompromiss Verkehrssicherheit zum einen, neue Mobilität zum anderen, also auch Gewährleistung des Versicherungsschutzes. Wir haben ja europäische Städte, wo die Regelung wieder zurückgedreht wird. Da wurde alles liberalisiert. Da gibt es Einschränkungen für die Menschen, die mit Rollator unterwegs sind, genauso wie mit Menschen, die mit dem Kinderwagen schieben unterwegs sind, weil diese Roller, diese Scooter einfach auf den Bürgersteigen rumliegen. Wir wollen das anders organisieren, deswegen haben wir diese Verordnung so in die Wege geleitet. Jetzt geht es über den Bundesrat und dann Notifizierung auf der europäischen Ebene. Und die Fahrzeuge ohne Lenk- und Haltestange, die werden in einer Ausnahmeverordnung geregelt. Das heißt, in einem zeitlich parallelen Verfahren zu den anderen Fahrzeugen. Das heißt, im Laufe des ersten Halbjahres werden wir auch diese Ausnahmeverordnung dann freigeben, sodass mit Lenk- und Haltestange und ohne Lenk- und Haltestange neue Mobilität über Elektrokleinstfahrzeuge möglich ist, aber in dem Kompromiss Verkehrssicherheit zum einen und neue Mobilität zum anderen. Herzlichen Dank.
Die Kollegin Tanja Luckert, FDP, möchte zum selben Thema eine Frage stellen. Ja, Daniela Kluckert ist das für die FDP. Die Elektro-Kleinstfahrzeuge sind schon angesprochen worden. Wir haben hier ein ganz komplexes System, auch neu sozusagen wird viel erfunden und es sind auch viele neue Innovationen da auf dem Markt. Sie sagen ja, Sie sind auch ein Minister der modernen Mobilität. Ihre Verordnung ist für uns etwas sperrig, kompliziert. Hier werden ja auch bei Fahrzeugen, die im Prinzip Fahrrädern gleich sind, auch schon Versicherungsschutz gefordert, der dann für Jugendliche mal schnell 90 Euro kosten kann. Was aber auch ein Problem ist, ist, dass eben die Innovationen, die in der Zukunft sind, die kennen wir noch gar nicht. Hier wurden gerade Kinderwagen von Ihnen angesprochen. Wie würden Sie denn damit umgehen, wenn jetzt auf einmal ein deutsches Unternehmen zum Beispiel Elektrokinderwagen auf die Straße bringen möchte, aber das eben in Ihrer Verordnung nicht wiedergegeben wird? Ich weiß, Frau Kollegin Kluckert, dass wir mit den Formen neuer Mobilität nie zu Ende sind, sondern da jeden Tag was Neues wahrscheinlich ums Eck kommt. Wir wollen jetzt zum einen, wenn ich mir die Situation der Elektro-Kleinstfahrzeuge anschaue, mit Vernunft agieren, weil ich weiß, wie andere europäische Städte sich jetzt verändern. Die haben alles freigegeben und haben schlechte Erfahrungen gehabt. Der Versicherungsschutz, das hat nichts mit Mofa zu tun, ist bei 35 Euro und dann ist aber auch klar, dass wir Verkehrssicherheitsverbände haben, die sehr stark drauf schauen, was die Elektro-Kleinstfahrzeuge für Höchstgeschwindigkeiten haben. Wenn du mit einem kleinen Roller mit 20 km/h unterwegs bist, ich sage Ihnen ein Beispiel. Es gab eine Demo von meinem Ministerium mit Elektro-Kleinstfahrzeugen. Wunderbar, in den sozialen Netzwerken angekündigt. Ich habe mir das alles angeschaut, da waren 200 Leute dabei. Wissen Sie, was die Gegendemo war? Der Fußgänger und der Fahrradfahrer. Also in diesen Konfliktsituationen sind wir. Ich bin für alle Mobilitätsformen offen. Ich bin heute wieder Elektroroller gefahren, leider nur in meinem Ministerium, weil die einzige Ausnahme, die es momentan in Deutschland gibt, gibt es in Bayern für zwei deutsche Produkte. Leider konnte sich die Verwaltung in Berlin noch nicht durchringen, so eine Ausnahmeverordnung zu machen oder so eine Ausnahmeregelung zu machen, bis die Verordnung dann in Kraft tritt. Aber wir sind mit dieser Diskussion, Frau Kluckert, definitiv noch nicht am Ende, auch wenn es dann um einen Elektrokinderwagen geht. Wir sind schon deswegen nicht am Ende, weil Sie eine Nachfrage stellen. Ja, genau, ja. Also ich sage nur, in Ihrer Verordnung steht etwas von 90 Euro, die man erwartet für unter 23-Jährige. Aber ein anderer Teil der modernen Mobilität ist ja auch von Ihrem Ministerium forciert, die Überarbeitung des Personenbeförderungsgesetzes, was andere Mobilitätsformen zulassen soll. Ich sehe bei diesen Eckpunkten, dass Sie eigentlich die Taxifahrer vergessen haben. Also Sie haben viel für die neuen Mobilitätsformen gemacht. Die Taxifahrer kommen da nicht vor. Was sagen Sie denn zu denen, die auch hier mehr Freiheit brauchen, zum Beispiel bei der Frage der Preisen, zum Beispiel auch im ländlichen Raum, wenn die Taxiunternehmen es eben nicht schaffen, 24-Stunden-Dienste auch vorzuhalten und das dann noch wirtschaftlich vertretbar für ihr Unternehmen zu leisten? Herzlichen Dank für diese Frage. Weil in den Eckpunkten des Personenbeförderungsgesetzes, über das wir dann in den nächsten Monaten sehr ausführlich reden werden, die letzte Novelle hat 6 Jahre gedauert, müssen wir neue Mobilitätsformen abbilden. Klar ist aber auch, wir brauchen fairen Wettbewerb zum einen und soziale Standards gleichlautend zu den Regelungen, die in der digitalen Welt notwendig sind. Viele Taxiunternehmen machen den Sprung in die Digitalisierung. Wir haben beste Erfahrungen. Es gibt Mobilitätsplattformen, wo die Taxiunternehmen integriert sind. Ich bin ständig in Kontakt mit den Taxiverbänden, auch diese Woche wieder. Und ständig sind auch diese Vorschläge, die die Unternehmen im Taxigewerbe machen, bei uns willkommen und immer eine offene Tür. Das andere ist natürlich, dass viele neue Mobilitätsformen jetzt in der Diskussion stehen. Und da ist natürlich nicht nur dieses Beispiel, das immer als Konfrontation gelegt wird, nämlich Uber, das Thema, sondern das ist von Berlkönig in Berlin bis zum Isar-Express in München. Deswegen müssen wir jetzt über die Eckpunkte reden. Es gibt keine Begrenzung, was das Denken und die Umsetzung betrifft. Nur wenn wir über Zukunft der Mobilität reden und Attraktivität der Personenbeförderung und urbane Mobilität, dann müssen wir uns auch aufmachen, alle unter einen Hut zu bringen und neue Mobilitätsformen anzubieten. Vielen Dank, Herr Minister. Jetzt stellt die nächste Frage der Kollege Jörg Sessan, Die Linke.
Herr Minister Scheuer, über die Fahrverbote ist ja schon gesprochen worden. Die Liste reißt ja jetzt nicht ab. Gestern ist noch das für Reutlingen dazugekommen, was logischerweise für die betroffenen Fahrer ja ein bisschen misslich ist. Deshalb würde mich noch mal interessieren, wann Sie die Ergebnisse der Abgasmessungen des Kraftfahrtbundesamtes veröffentlichen werden, damit die betroffenen Besitzer wissen, woran sie sind. Welche Werte? Das Kraftfahrtbundesamt bemisst ja nach meiner Kenntnis gerade die Abgaswerte noch mal für die verschiedenen Typen. Und da müsste ja veröffentlicht werden, wie die Situation ist. Aber, also, meinen Sie jetzt die Grenzwertdiskussion in den Städten, also die Grenzwerte für die Städte? Das mache nicht ich, sondern das macht es Umweltministerium. Nein, für die Autos, für die verschiedenen Typen nach denen. Wir veröffentlichen jeden Tag, je nachdem, was genehmigt wird und was zugelassen wird. Also ich verstehe jetzt, Entschuldigung, nicht ganz Ihre Frage. Das Kraftfahrtbundesamt, wenn was zu genehmigen ist, dann veröffentlichen wir die Werte der Messungen. Also das ist ein ganz normales Verfahren, das über Jahrzehnte schon gilt. Die Frage von Jörg Cézanne war das für die Linksfraktion. Alle juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, ein Fahrverbot zu vermeiden. Jetzt stellt die nächste Frage der Kollege Cem Özdemir, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, wenn Sie mögen. Sie müssen nicht. Cem Özdemir für die Bündnis Grünen ist dran. Danke, Herr Präsident. Herr Minister, die Umsetzung des Abkommens von Paris in Sachen Klimaschutz bedeutet auch, dass der Verkehr bis 2050 nahezu klimaneutral unterwegs sein muss. Paris ist in Bezug aufs Erdöl eben nicht technologieoffen, sondern sehr klar. Das heißt, jeder, der sich zum Pariser Klimaschutzabkommen bekennt, und das tun ja alle ernstzunehmenden Fraktionen hier im Haus, muss dann logischerweise auch sagen, dass bis spätestens Mitte des Jahrhunderts fossile Kraftstoffe im Verkehr der Vergangenheit angehören. Meine Frage an Sie: Stimmen Sie mir zu, dass das Erdölzeitalter im Verkehr beendet werden muss und das auf Deutsch dann eben heißt, dass der fossile Verbrennungsmotor, ich sage nicht Verbrennungsmotor, sondern fossile Verbrennungsmotor, dass der dementsprechend auch der Vergangenheit angehören wird, zu einem Zeitpunkt, den man dann sehen wird? Und ist das das Ziel Ihrer Politik als Verkehrsminister? Kollege Özdemir, die Formulierung in einer Zeit, die man dann sehen wird, ist genau das Entscheidende. Weil wir können nicht das eine verteufeln und runterfahren, ohne eine zusätzliche technologische Alternative zu haben. Also das eine vom Markt her so zu destabilisieren, dass wir überhaupt nicht mehr Innovationen zulassen, Weiterentwicklungen. Und wir haben vielleicht, Kollege Özdemir, den Fehler gemacht, nur die Hardware anzuschauen von den Verbrennern. Und in den letzten Jahren haben wir eine Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie gestartet, stark gefördert. Und wir müssen viel mehr das anschauen, was wir auch an Substanzen verwenden, die wir verbrennen. Das heißt, alternative Kraftstoffe. Da sind wir in Deutschland sehr, sehr weit in der Entwicklung. Jetzt wird es in der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität darauf ankommen, was wir für infrastrukturelle Entscheidungen treffen, um diese Kraftstoffe auch herstellen zu können. Auf der anderen Seite kann ich Ihnen nicht sagen, was denn an Markthochlauf jetzt kommt, weil nach meiner gesicherten Erkenntnis in meinem Ministerium noch kein Auto zusammengebaut wird. Also von daher brauchen wir alternative Antriebe zum einen, ja, den Markthochlauf. Ich spreche vom Elektrokäfereffekt, bezahlbar für alle Bürgerinnen und Bürger, damit wir diese Mobilität mit kommunizierenden Röhren schaffen können. Herr Özdemir, Nachfrage. Also ich halte fest, Sie stimmen mir zu, dass wir aus dem fossilen Verbrennungsmotor aussteigen müssen. Das wann wird man sehen. Aber das bedeutet ja auch konkret, dass man in der Marktwirtschaft normalerweise nicht zwei konträre Dinge gleichzeitig fördert. Wenn also das eine hochlaufen soll, die emissionsfreie Mobilität, muss das andere runterlaufen. Heißt es für Sie auch konkret, dass die Maßnahmen, die Sie treffen, dementsprechend auf der einen Seite einen Bonus vorsehen und auf der anderen Seite einen Malus vorsehen müssen. Also konkret Dieselprivileg langsam abschmelzen. Herr Kollege Özdemir, ich weiß nicht, was die Bürgerinnen und Bürger in Ihrem Heimatland zu dieser Grundforderung sagen. Ich sage Ihnen nur, dass wir schon die Verantwortung haben, Hunderttausende von Arbeitsplätzen zu erhalten, ohne stehen zu bleiben, was die Innovation betrifft. Sie haben denselben Redebeitrag in der beratenden Kommission
zur nationalen Plattform Zukunft der Mobilität gemacht und ich gebe Ihnen jetzt dieselbe Antwort. Wir müssen dafür sorgen, dass wir einen sparsamen Benziner haben, einen sauberen Diesel und gleichzeitig die alternativen Antriebe nach vorne bringen und wirklich marktrelevant nach vorne bringen. Und das, was als Ergebnis vorgeschlagen wird, was die Bepreisung betrifft und die Anreizwirkungen, die Förderungen, das soll ja genau die nationale Plattform Zukunft der Mobilität erarbeiten, bei der Sie ja in der beratenden Kommission auch mitarbeiten können. Danke sehr, Frau Kollegin Leidig. Die Linke möchte dazu eine Frage stellen. Sabine Leidig ist noch mal dran für die Linksfraktion, deren Sprecherin für Bahnpolitik sie ist. Ich möchte dazu noch mal nachfragen, weil ja tatsächlich alle ernstzunehmenden Institutionen, die sich mit der Frage der Verkehrswende beschäftigen, davon ausgehen, dass die Elektromobilität dann einen Beitrag leisten kann zur CO2-Emissionsreduzierung im Verkehr, wenn der gesamtmotorisierte Individualverkehr halbiert wird. Alle Berechnungen gehen davon aus, dass das sozusagen die Voraussetzung ist, dass man zu einer Halbierung kommt. Und tatsächlich ist es ja so, dass der CO2-Anstieg im Verkehr genau daraus resultiert, dass es immer mehr Autos gibt. Und ich habe nun eine doppelte Frage. Die erste lautet, wie sieht Ihr Plan aus zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs? Und die zweite lautet, wie viele Arbeitsplätze würden im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs und im Bereich Bahnausbau entstehen, wenn diese Bereiche als Alternative zum motorisierten Individualverkehr ausgebaut werden würden? Das wäre ja eine spannende Geschichte. Möglicherweise danke ist das sehr, auch ein danke sehr. Genau, übergreifendes Thema. Also das ist genau der Unterschied zur Frage 1 zwischen Ihnen und mir. Und meiner Partei, dass wir nichts verordnen wollen, sondern auch nichts einschränken wollen und verbieten wollen. Ich werde nicht Quoten festlegen, wie viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland motorisiert, individual oder öffentlich motorisiert unterwegs sein dürfen, sondern der Politikansatz ist schon, Mobilität zu ermöglichen bei weniger Verkehr. Und dort geht es jetzt um die Maßnahmen, wie wir diesen Druck vor allem auf die Städte, auf die Metropolregionen so schlau organisieren, dass wir die Menschen zum Umsteigen bringen. Deswegen haben wir gerade beispielsweise auf Rekordniveau eine Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung für die Bahn verhandelt und fixiert, der dazu führen soll, mit den hohen Angaben und Leistungen der Regionalisierungsmittel, der Gemeindeverkehrsfinanzierung, dass viele Bürger umsteigen und dann zusätzlich beim ÖPNV und bei der Schiene neue Arbeitsplätze entstehen. Danke sehr. Noch eine Frage? Sie dürfen noch, aber nur 30 Sekunden. Nachfrage. Der Ausbau der Bahn braucht erhebliche Investitionsmittel. Sie bestehen auf den Finanzierungskreislauf Straße. Der bedeutet, dass alle Mauteinnahmen, und es sind jetzt schon mehr als im Bedarfsplan Straße vorgesehen sind, weiterhin in die Straße fließen. Denken Sie darüber nach, diesen Finanzierungskreislauf Straße aufzubrechen, wenn es noch mehr Mauteinnahmen gibt, die dann tatsächlich in den Ausbau der Schiene zu stecken? Nein, daran denke ich nicht, weil wir auf beiden Verkehrsträgern Rekordniveaus der Investitionen haben, dank der weisen Entscheidungen einer Mehrheit hier im Deutschen Bundestag, nämlich Investitionen für Schiene auf Rekordniveau und für den Erhalt unseres Straßennetzes auf der anderen Seite. Danke sehr. Frau Kollegin Badum möchte auch noch eine Frage zu dem Thema stellen. Ja, sehr geehrter Minister Scheuer, mir kommen ja ernste Zweifel, ob Sie noch zum Klimaschutzpionier werden, wenn ich mir Ihre Äußerungen hier so anhöre. Zum Thema synthetische Kraftstoffe. Ist Ihnen, also erstmal würde ich gerne wissen, wie viele Liter synthetische Kraftstoffe haben wir zu aktueller Stunde verfügbar für unsere PKWs in Deutschland und was werden wir 2030 zur Verfügung haben, Ihrer Ansicht nach? Und ist Ihnen bekannt, dass man, um einen synthetischen Kraftstoff herzustellen, 5-mal mehr Ökostrom benötigt, als man benötigen würde, wenn man diesen Strom einfach direkt im batterieelektrischen Auto verwendet? Und wie wollen Sie diesen Effizienzverlust ausgleichen? Lisa Badum, Sprecherin für Klimapolitik der Bündnisgrünen. Wir können eine Debatte darüber führen, wo eine Batterie herkommt, wie viel wertvolle Erden man dazu braucht, wie viel Aufwand in der Produktion man dazu hat und vieles mehr. Ich glaube, wenn man über Klimabilanzen redet, dann braucht man mehr als eine Minute. Natürlich weiß ich auch, dass es erstens zu wenig Produkte mit alternativen Antriebstechniken gibt,
Erstens. Zweitens, es gibt auch zu wenig Volumen und Liter, was die synthetischen oder alternativen Kraftstoffe betrifft. Und wir dürfen in eins, und das ist der Appell an Ihre Partei, nicht wieder neue Debatten aufführen. Wenn wir Biokraftstoffe haben, dann diskutieren wir sehr oft, das sage ich jetzt schon mal voraus, hier am Rednerpult des Deutschen Bundestages über Tank- und Teller-Debatten. Auch das werden wir sehen. Wenn wir sauberere alternative Kraftstoffe haben wollen, dann müssen wir auch dazu stehen. Und dann werden wir die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung auch zum Erfolg führen. Danke sehr. Ja, Herr Scheuert, das... Nach einer Nachfrage. Frau Badung, wenn Sie mir ein Zeichen geben, dann weiß ich, dass Sie eine Nachfrage stellen möchten. Entschuldigung, sonst ich bin kann so ich nur was vermuten. Ich bin so emotional aufgewühlt jetzt, Herr Scheuert, gegenüber zu stehen. Nur mit einfachen Anfragen, das also, ich konstatiere, Sie wissen, dass diese synthetischen Kraftstoffe sehr ineffizient sind und Sie haben auch momentan überhaupt keine Ahnung, wo Sie die herbekommen wollen. Und wir würden gern mit Ihnen eine offene Debatte darüber führen, über Batterien, über Elektroautos, über synthetische Kraftstoffe. Aber dann verabschieden Sie sich endlich vom fossilen Verbrenner mit einem Ausstiegsdatum. Dann könnten wir hier technologieoffen sprechen. Und in diesem Zusammenhang würde mich interessieren, zum Klimakabinett, welche Maßnahmen werden im Klimakabinett verabschiedet werden, die mehr Tonnen an CO2 einsparen, als wenn sie verabschiedet werden würden ohne das Klimakabinett, gerade von Ihrer Seite her? Herr Minister. Also ich habe immer gesagt, wir brauchen gute Mobilität und saubere Luft. Wir brauchen aber auch die Konzentration darauf, dass wir mit neuen Antriebstechnologien Ziele erreichen. Da zählen aber auch die alternativen Kraftstoffe dazu. Ich habe andere Erkenntnisse von Wissenschaft, von Herstellern. Wir müssen dann die Entscheidungen treffen, welche Infrastruktureinrichtungen, welche Anlagen wir errichten in Deutschland, um dort uns die Unabhängigkeit zu erarbeiten. Auch was das Thema alternative Kraftstoffe betrifft, da sind wir gerade in der Diskussion. Und zu dem zweiten Teil Ihrer Frage, wir haben gerade das Klimakabinett erst jetzt gegründet. Und wir haben aber auch vereinbart letzte Woche, dass beispielsweise die Experten dieser nationalen Plattform auch zuarbeiten, auch unserem Bereich zuarbeiten und dass wir jetzt erst die Diskussion beginnen, was im Klimakabinett sektorübergreifend als Ziele vereinbart wird und vor allem mit welchen Maßnahmen. Das wären dann die politischen Ableitungen einer Expertenarbeit, die jetzt gerade gemacht wird. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich jetzt die nächste Frage zulasse, mache ich den Hinweis, wir haben jetzt schon 40 Minuten zum Geschäftsbereich im engeren Sinne. Wenn also jetzt Fragen zu anderen Bereichen gestellt werden, schließe ich aus, dass man auch zum Geschäftsbereich fragen kann, dann werde ich jedenfalls dem nicht intervenieren, sondern sagen, das Feld ist jetzt offen. Jedenfalls die nächste Frage stellt der Kollege Dr. Espendiller, AfD. Ja, danke, Herr Präsident, für das Wort. Herr Scheuer, ich würde gerne das Thema 5G und Netzausbau einmal kurz ansprechen. Sie werden die Debatte in den letzten Wochen verfolgt haben, was den Netzwerkausrüster Huawei angeht. Da gibt es ja international erhebliche Sicherheitsbedenken, auch hier in Deutschland. Zum Beispiel Australien, Neuseeland, Kanada, Frankreich, Großbritannien, die USA und weitere. Wir als AfD-Fraktion teilen das. Wir haben ja schon einen Antrag gestellt, Huawei auszuschließen als Netzwerkausrüster. Jetzt hat die Bundesnetzagentur Sicherheitsvorgaben rausgegeben, um dem Problem entgegenzuwirken. Frau Merkel hat jetzt gestern in der Zeitung gesagt, ich zitiere, dass sensible Sicherheitsfragen nicht öffentlich diskutiert werden sollten. Ich würde Sie als Minister jetzt mal fragen, wie Sie dazu stehen. Sind Sie der Meinung, dass die Bürger über die Sicherheitsbedenken bei Huawei ausführlich informiert werden sollten und zeitnah? Michael Espendiller war das für die AfD-Fraktion. Wenn sie diese Bemerkung macht. Es ist aber natürlich in der Debatte klar, dass die Bundesnetzagentur Sicherheitsvorgaben macht. Das betrifft aber auch jeden Hersteller. Und wir haben erst diese Stunden und diese Tage darüber diskutiert, was unsere beste Absicherung unserer Infrastruktur ist. Da könnte ich jetzt in die technische Tiefe gehen, in einer Minute schwer leistbar. Aber trotzdem heißt es, wir wollen zum einen ja bei der Infrastruktur keinen zeitlichen Rückschlag erleiden. Das wollen Sie auch nicht, aber mit Ihrem Antrag untermauern Sie das, weil wenn ich alle jetzt bestehenden Anlagen von einem Hersteller abbauen muss, dann ist das Zeitverzug. Und das Zweite ist aber, wir brauchen verschiedene Ebenen. Mit verschiedenen Fachausdrücken könnte ich das nochmal stärker aufdröseln, aber wir brauchen verschiedene Ebenen, wo eine infrastrukturkritische Ausstattung mit Herstellern, die aus anderen Ländern kommen, betrifft ja nicht nur die China, sondern auch andere Herstellerländer,
dass das für die deutsche Infrastruktur abgesichert wird. Und diese Sicherheitsvorgaben, die macht die Bundesnetzagentur und das ist auch sinnvoll und auch praktikabel für unseren Anspruch. Ja, ich würde mal ganz konkret nachfragen, konkret zu Huawei, wenn da Sicherheitsbedenken vorliegen sollten, die auch konkret nachweisbar sind, wird die Bundesregierung dann die Bevölkerung im Detail darüber informieren, ja oder nein? Wir haben intensiv zwischen den Ministerien darüber geredet, was der richtige Weg ist. Und die Bundesnetzagentur hat zwar in ihrer Unabhängigkeit, aber diese Diskussion, die wir geführt haben, in Sicherheitsanforderungen übernommen. Der Kollege Huben, FDP, möchte zu diesem Bereich auch eine Frage stellen. Ja, Minister Scheuer, gestern hat ja die Bundesnetzagentur mit der Auktion der Vergabe der 5G-Frequenzen begonnen. Sieht ja wohl so aus, dass die Einnahmen doch sehr umfangreich sein werden. In den vergangenen Monaten hatte die Koalition massiven Einfluss auf die Behörde genommen, um die Auflagen für die Netzbetreiber in ihrem Sinne zu gestalten. Inwieweit werden die politischen Ziele der Bundesregierung nun durch die Auktion aus Ihrer Sicht erreicht? Reinhard Huben war das für die FDP-Fraktion, deren Sprecher für Wirtschaftspolitik er ist. Sondern über die verschiedenen Gremien der Koalitionsfraktionen, aber auch des Beirats, die fachliche Expertise eingebracht, was die Ausbauverpflichtungen und die Versorgungssicherheit betrifft. Wir haben ja, wenn ich das nochmal erwähnen darf, als Regierung Mobilfunkgipfel 2018 im Juli gemacht mit den Ausbauverpflichtungen der Anbieter, die Anbieter auch unterschrieben haben, 99% der Haushalte. Das heißt, das Ziel umsetzen, flächendeckend Mobilfunk in Deutschland. Das Zweite waren dann die Ausschreibemodalitäten oder die Auktionsmodalitäten, die jetzt zum Tragen kommen. Und daher hoffen wir uns, neben 4G flächendeckend natürlich den Einstieg in die neue Technologie 5G mit den Versorgungssicherheiten und Versorgungsauflagen, die die Koalition mit der Bundesregierung erarbeitet haben. Ja, und damit einen sehr guten Einstieg. Nachfrage, Herr Huben. Ja, das höre ich gerne. Ihre Zuversicht scheint aber Ihre eigene Landesgruppe nicht zu teilen. Nach Berichterstattung der Presse hat die CDU-Landesgruppe ein Konzept erarbeitet, um den Mobilfunkausbau teilweise über staatliche Strukturen in Form einer Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft MIG voranzutreiben. Halten Sie es volkswirtschaftlich für sinnvoll, private Netzbetreiber mit möglichst hohen Auktionspreisen zu belasten und mit diesen Einnahmen dann staatliches Funknetz aufzubauen? Ja, Herr Kollege, da haben Sie jetzt was falsch verstanden. Erstens habe ich da mitgearbeitet an dem Konzept und zweitens haben Sie Unterscheidung nicht vorgenommen zwischen 4G und 5G. Die Infrastrukturgesellschaft bezieht sich auf flächendeckend Mobilfunk und einen schnelleren Ausbau für die Flächendeckung in der jetzigen Technologie. 5G ist der nächste Standard. Und deswegen werden wir, wenn ich jetzt abweichen darf, als Mitglied der Bundesregierung hin in die Fragestellung, was die CSU-Landesgruppe macht, dann sage ich Ihnen, wir diskutieren darüber, wie wir in die Fläche kommen. Momentan ist die Ausbauverpflichtung 99% der Haushalte und da bleibt 1% über. Und von dem 1% muss man über die Fläche reden und darüber reden wir, ob ein Förderprogramm das Richtige ist, ob eine Infrastrukturgesellschaft das Richtige ist. Und meine Gruppe im Parlament besteht auf einer Infrastrukturgesellschaft, um den Ausbau für die Bürgerinnen und Bürger weiter schneller voranzutreiben. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Martin Burkhardt. Martin Burkhardt für die SPD-Fraktion hat die nächste Frage. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister Scheuer, ich hätte eine Frage zur Bahninfrastruktur. Wir wissen, der Investitionsstau ist im zweistelligen Milliardenbereich, was das Schienennetz angeht. Zurzeit wird die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 3 für die nächsten 5 Jahre verhandelt. Im Koalitionsvertrag haben wir kundenfreundliches Bauen, haben wir die Brücken, 9000 Brücken sind älter wie 100 Jahre. Wir wollen Planungsmittel, sind diese Vorhaben sichergestellt oder werden die Maßnahmen jetzt an den zur Verfügung stehenden Mittel, die wir ja jetzt im Eckpunkteprogramm kennen, ausgerichtet? Also ich bin froh über diese Frage, Herr Kollege.
Gerne. Weil wir alle unsere Maßnahmen, die im Bundesverkehrswegeplan drinnen stehen, in der Mache haben, entweder schon begonnen oder mit den Planungen begonnen. Es sind teilweise sehr komplizierte Bauwerke, wie Sie wissen. Aus der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 2 ist die positive Rückmeldung, dass wir beispielsweise bei den Brücken eine Übererfüllung haben. Das heißt, 900 Brücken werden erneuert oder instand gesetzt. Das ist mehr als wie ursprünglich vereinbart. Und jetzt gehen wir in die neue Periode. Ich freue mich darüber, dass wir mit dem BMF zusammen einen sehr guten Weg gefunden haben. Natürlich gibt es neue Herausforderungen für die Bahn, ob das die Digitalisierung ist und vieles mehr, wo wir zum einen mit der Digitalisierung Kapazitäten erweitern wollen, ohne einen Millimeter Gleis zu bauen. Auf der anderen Seite haben wir einen unglaublichen Modernisierungsstau. Da werden auch viele große Baustellen noch kommen. Wir haben nicht nur den Zukunftsbündnis Schiene ins Laufen gebracht, den Deutschlandtakt, sondern auch ein besseres Baustellenmanagement, um die Störungen besser in den Griff zu bekommen, also ein ganzheitliches Thema. Und ich glaube, dass wir damit die Anliegen der Koalition sehr gut erfüllen. Dieser Koalitionsvertrag, und Glückwunsch an die Koalitionäre, priorisiert die Bahn so gut wie nie zuvor. Und das sagt nicht die Bahn, sondern es sagen alle Bahn- und Schienenverbände, die wir in Deutschland haben. Sie haben noch die Möglichkeit zu einer Nachfrage, ja, bevor es weitergeht. Nach der Zuversicht muss ich einfach mal nachfragen, ob Sie über Zeug... Ich hoffe, du hast auch so eine Zuversicht. Ja gut, der Koalitionsvertrag ist gut, der muss erfüllt werden. Aber meine Nachfrage ist, heute tagt der Aufsichtsrat der DB Netz AG, der Aufsichtsrat der Bahn AG wird tagen. Sind Sie denn überzeugt, dass der Aufsichtsrat und Ihr Partner auf der anderen Seite in Person der Hofalla am Ende diese Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, diesen Vertrag über die nächsten 5 Jahre im Wissen, dass die Mittel nicht ausreichen werden, auch unterschreibt? Ich bin sehr optimistisch, dass der Aufsichtsrat eine gute Tagung haben wird, nicht nur im März jetzt, sondern auch im Juni. Da geht es ja nicht nur um die Finanzlinien, sondern auch um Personal, Organisation und Struktur, wichtige Themen der Digitalisierung. Das erste Halbjahr ist wichtig, weil ich auch eingefordert habe, dass es wirklich zu Verbesserungen beim System Schiene und beim Bahnverkehr kommt. Wir haben da erfreuliche Mitteilungen jetzt von den letzten Monaten, dass es bessere Pünktlichkeiten gibt, aber natürlich ist mir auch klar, dass wir ganz, ganz große Bauprojekte haben, wo wir uns nach der Decke strecken müssen. Jetzt haben wir den ersten Schritt im Eckpunktepapier heute verabschiedet, was den Haushalt betrifft, aber die Diskussion über zusätzliche Mittel bei der Schiene wird nicht abreißen. Da bin ich auch realistisch. Herr Herbst, ist das jetzt eine Nachfrage zu dieser Frage? Dann haben Sie erstmal das Wort. Vielen Dank. Weil wenn wir über Schienenprojekte sprechen, sprechen wir ganz oft über Personenverkehr, über zu spät gekommene Züge. Aber wenn wir uns die Bilanz der DB Cargo anschauen, dann ist die eigentlich fast verheerender noch als der Personenverkehr. Hochdefizitär, Aufträge müssen abgelehnt werden, weil die Kapazitäten der DB Cargo nicht zur Verfügung stellen. Mich würde interessieren, in Ihrer Funktion als Minister, aber auch als ja Miteigentümer des Bundes, was planen Sie eigentlich mit Blick auf die DB Cargo, bis wann das Defizit abgebaut werden soll, bis wann es wieder eine schwarze Null geben soll und die Kapazitäten so aufgebaut werden, dass theoretisch zu fahrende Züge tatsächlich gefahren werden können? Und wenn das bis zu einem Punkt, sage ich mal, in 2, 3 Jahren nicht passiert, was wären aus Ihrer Sicht die Konsequenzen? Ja, Thorsten Herbst war das für die FDP-Fraktion. Die Entwicklung und Koordination. Wir müssen auch bessere Synergieeffekte nutzen zwischen DB Schenker und DB Cargo. Das ist ohne Zweifel so. Wir haben ja zusammen in der Koalition mit den Verkehrspolitikern und Haushaltspolitikern im Januar diverse Sitzungen mit der Spitze der Bahn gehabt, wo vor allem das Thema Cargo eine große Rolle gespielt hat. Zum einen sind wir in hochwirtschaftlich prosperierenden Zeiten. Normalerweise müsste stärker noch die Verlagerungskapazitäten auf die Schiene bei Cargo erfolgen. Da haben Sie vollkommen recht. Wir müssen aber auch die Schnittstellenproblematik verbessern, nämlich beim kombinierten Verkehr beispielsweise. Es gehen jetzt ein paar große Terminals an den Start, wo wir uns erhoffen, dass diese Verlagerungskapazitäten besser bei der Schiene abgebildet werden können. Also natürlich haben wir auch da ein Maßnahmenpaket. Datum für Verbesserungen kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich bin ungeduldig an dieser Stelle, weil ich auch sehe, dass diese Defizite zu hoch sind in diesen wirtschaftlich sehr erfolgreichen Zeiten, wo man normal sehr viel Cargo fahren kann, anders wie in schwierigeren wirtschaftlichen Zeiten.
Das funktioniert jetzt nicht mit einer zweiten Nachfrage. Für mich wäre jetzt wichtig, da wir Mehrfachmeldungen haben, Herr Wiele, ist das eine Frage zu dieser Frage, oder? Kommt meine angemeldete Frage in Kürze? Die kommt auch in Kürze. Ich Dann versuche jetzt verzichte erstmal ich jetzt auf die Nachfrage. Gut, prima. Dann stellt jetzt die nächste Nachfrage, wenn es denn dazu eine ist, Herr Gastel. Ja, Frau Präsidentin, es ist genau dazu, was Herr Burkhardt angefangen hat, zu fragen, Infrastrukturmittel für die Bahn. Über die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung wurde ja gerade gesprochen, sprich plus 1 Milliarde mehr für die Ersatzinvestitionen in den Bestand. Ob das reichen wird, werden wir sehen, weil bislang ist es so gewesen, dass trotzdem Geld, das es gegeben hat, der Zustand sich verschlechtert hat. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Minister, die sich auf die Bedarfsplanmittel beziehen, also auf die Mittel für Aus- und Neubauprojekte. Ich möchte gerne wissen, um die vordringlich eingestuften Projekte aus dem Bundesverkehrswegeplan bis 2030 abzufinanzieren, wie viel Geld pro Jahr wäre notwendig und wie viel Geld pro Jahr werden Sie einstellen bzw. konkret mal in 2020 einstellen aus heutiger Sicht? Die Frage von Matthias Gastel war das, dem Sprecher für Bahnpolitik der Grünen. Den Investitionshochlauf, und das betrifft auch die Schiene. Wir haben alle Maßnahmen, die im Bundesverkehrswegeplan sind, in Bearbeitung, oder besser gesagt nicht wir, sondern die Bahn. Und wir haben strenges Auge drauf, dass diese teilweise Sanierungs-, aber auch Ausbau- und Neubaumaßnahmen forciert werden. Sie haben bei Ihrer Einleitung Ihres Wortbeitrags vergessen, dass nicht nur alles schlechter geworden ist, sondern auch viel, viel besser geworden ist. Wir diskutieren zu wenig über die Strecken, die auch positiv ablaufen, ob das München-Berlin ist, ob das die Elektrifizierung jetzt zwischen München und Zürich ist, ob das die Pläne im Norden sind, die eine Verbesserung, die mein Staatssekretär und Bahnbeauftragte unlängst vor ein paar Tagen vorgestellt hat. Also es gibt Besserungen, Verbesserungen. Wir sind bestrebt vor allem auf dem Thema Rhein-Ruhr, die Störungsintensität zu reduzieren, um dann die Folgestörungen aufs Gesamtnetz nicht zu haben. Also das heißt, unsere Mittel werden ausgeschöpft, der Investitionshochlauf funktioniert und wir haben das Bestreben, dass wir die Schiene, und das, da bin ich mir mit dem Finanzminister einig, weiterhin auch finanziell noch mal stärker stärken. Also noch eine Nachfrage zur Nachfrage gibt es erstens nicht. Zweitens bitte ich jetzt alle, den antwortenden Minister wie die Fragestellerinnen und Fragesteller, den Präsidiumswechsel jetzt nicht auszunutzen, um Frage- und Redezeit zu verlängern, sondern auf das optische Signal zu achten. Wir haben noch exakt 12 Minuten für dieses Format. Ich kann das dann zwar noch verlängern, wenn es weiteres gibt, aber dann auf Kosten der nachfolgenden Fragestunde. Und deshalb frage ich jetzt erst einmal die Kolleginnen Völlers und Leidig, sind das jetzt Nachfragen zu dieser Frage? Dann wären das die zwei, die ich noch zulasse. Dann würde ich in der Reihenfolge weitergehen, damit wir wenigstens noch eine weitere Frage aufrufen können und ich mein Versprechen an den Abgeordneten Wiele einhalten kann, dass er dann seine Frage stellen kann. Also dann Kollegin Völlers als Erste. Maria-Lisa Völlers ist das für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Minister, ich würde mich gerne auch an der Frage orientieren, was die Planungen des Bundesverkehrsministeriums hinsichtlich Schienenausbaumaßnahmen sind. Und am Montag ist das Ministerium ja mit einer Meldung ein wenig in die Medien gegangen hinsichtlich einer neuen ICE-Schnellfahrtstrecke zwischen Bielefeld und Hannover. Alle großen regionalen Medien haben darüber berichtet und an dieser Strecke würde ich mich gerne mit der kurzen Frage orientieren. Für welche Trassenvarianten in diesem Bereich, es gibt mittlerweile 4, die auf dem Tisch sind, liegen dem vor dem Bundesverkehrsministerium Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vor, beziehungsweise sind diese geplant? Frau Kollegin, wir prüfen alle Trassenvarianten, natürlich wie im normalen Verfahren auch. Und das beginnt ja jetzt erst und damit haben wir noch keine Ergebnisse über Wirtschaftlichkeit und auch noch keine Abwägung über verschiedene Trassen. Aber ich glaube, Sie bleiben interessiert am Ergebnis dieser Untersuchung. Das Wort hat die Kollegin Leidig.
Jetzt noch einmal die Frage von Sabine Leidig, der Sprecherin für Bahnpolitik der Linksfraktion. Bahninfrastruktur. Tatsächlich ist es ja so, dass bei den bestehenden Ansätzen die Projekte, die im Bundesverkehrswegeplan für die Schiene jetzt auf die höchste Priorität gesetzt wurden, nicht finanziert werden können, beziehungsweise dass man nicht bis zum Jahr 2030, wie geplant, sondern erst bis zum Jahr 2060 die Projekte realisieren könnte. Das heißt, es braucht erheblich mehr Geld. Und da würde ich mich schon sehr konkret dafür interessieren, um wie viel die Investitionsmittel für den Schienenausbau erhöht werden und mit welcher Verhandlungsposition Sie jetzt in die Haushaltsverhandlungen gehen. Sehr konkret. Frau Kollegin Leidig, wir stärken gerade die Schiene mit dem jetzigen Eckpunktepapier. Jetzt beginnen erst die Haushaltsverhandlungen, auch was die Finanzplanung betrifft für die nächsten Jahre. Das Bestreben dieser Koalition ist, das System Schiene zu stärken. Und da sind wir uns alle einig. Das ist abgeleitet auch aus dem Koalitionsvertrag. Und wir hatten Zeiten, Frau Kollegin Leidig, wo wir zwar das Geld hatten, aber keine Projekte. Mir ist es lieber, jetzt an vielen Projekten zu arbeiten und viele Projekte zu entwickeln und zu beplanen, um dann zu entscheiden, welche Prioritäten und Priorisierungen wir vornehmen. Anstatt wieder dazustehen, wo wir zwar das Geld da haben, aber kein Mittelabfluss, weil wir die Projekte nicht fertig durchgeplant haben. Natürlich, diese Projekte, wenn ich mir eine Brücke aus 1900 irgendwas anschaue, die sind sportlich, die haben hohen Aufwand. Aber nochmal die ganz klare Botschaft, auch im Finanzplan abgebildet, wir stärken die Schiene als Koalition aus CDU, CSU und SPD. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Wolfgang Wiele. Frau Präsidentin, Wolfgang Wiele von der AfD-Fraktion hat die nächste Frage. Das Stichwort Investitionshochlauf genannt. Können Sie denn Zeitungsberichte dementieren, wonach Sie jetzt haushaltsmäßig gezwungen werden sollen, im Haushalt 2020 eine Milliarde Euro von der Straße zur Schiene hinüber zu verlagern? Also nicht mehr Investitionshochlauf überall, sondern gegeneinander der Verkehrsträger. Obwohl der Stau auf den Autobahnen und auf den Bundesstraßen immer länger wird und ja auch Sie dargestellt haben, dass Sie einen Mehrbedarf sehen bei Autobahnen und Bundesstraßen in Höhe von 1 Milliarde. Also am Ende würden ja 2 Milliarden dann fehlen. Diesen Bericht kann ich dementieren. Da wurden Äpfel mit Birnen irgendwie verwechselt. Aber klar ist auch, dass wir im Haushaltsverfahren, ich habe gerade die positiven Themen der Schiene genannt, noch über die Straße reden müssen, weil wir haben auch dort erhebliche Baukostensteigerungen und jetzt einen nicht nur Investitionshochlauf, erfreulich, einen gigantischen Mittelabfluss, eine Vollauslastung unserer Firmen, sondern auch jetzt eine ganze Liste von bald baureifen Projekten, über die wir dann reden müssen. Aber das wird in den nächsten Wochen und Monaten die Diskussion sein. Aber diese Darstellung ist falsch. Sie haben die Möglichkeit zu einer Nachfrage. Sie streiten weiterhin dafür, dass es im Infrastrukturinvestitionsbereich einen Investitionshochlauf sowohl für Straße als auch Schiene gibt und gegen ein Verständnis einer Verkehrswende, die sich dann gegen das Automobil richtet. Haben Sie mich, Herr Kollege, noch nicht als Kämpfer erlebt oder wie haben Sie mich jetzt das letzte Jahr erlebt? Ich kämpfe für eine gute Infrastruktur, sodass die Bürgerinnen und Bürger, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch eine gute Mobilität abbilden können auf unserer Bundesinfrastruktur. Und deswegen werden wir für alles an zusätzlichen Mitteln kämpfen. Auch aber in der Verantwortung einer Haushaltsaufstellung, die nicht nur mein Ressort betrifft, sondern alle Ressorts in der Bundesregierung. Wir müssen einen Weg finden in Zeiten, wo jeder vielleicht schlechtere Rahmenbedingungen herbeireden möchte oder sie irgendwann real werden, ich möchte mich da nicht beteiligen, müssen wir auf jeden Fall schauen, dass die Investitionsquoten hoch bleiben und die Auslastung unserer Firmen auch gut bleibt. So, wir müssen jetzt erstmal klären, wer von den mir gemeldeten Fragenden eine Nachfrage hatte zu dieser Frage bzw. angemeldet ist. Ansonsten wäre nach dem, was mir hier übergeben wurde, der Kollege Osner der Nächste.
Gab es noch Nachfragen zu dieser Frage? Eine Sekunde, kleinen Moment, Herr Osner. Das ist dann aber auch die einzige und letzte, die ich zulasse, Herr Gelbhaar. Damit rutschen Sie auch auf der anderen Liste jetzt ganz nach hinten, sage ich Ihnen gleich. Also mit der anderen Frage kommen Sie dann nicht mehr ran, sondern Herr Osner ist dann der Nächste. Gut, Sie setzen Prioritäten. Angesichts der Zeit setze ich diese Priorität, ganz genau. Ja, Herr Scheuer, ich habe gerade Ihre Antwort vernommen und höre, dass Sie die Schiene fördern wollen, dass Sie die Straße fördern wollen. Eigentlich haben Sie jetzt jedem hier das erzählt, was er gerade so hören wollte, ne, vom Wahlkreis bis in die allgemeine Politik. Deswegen die Frage, Sie haben ja als Bundesregierung ein Ziel verbindlich unterschrieben. Ich komme noch auf das Pariser Klimaschutzabkommen. Und darin sind ja dann auch für 2030 Klimaschutzziele verankert. Deswegen die Frage, wann kommt denn dann der Part, der uns als Grüne interessiert, nämlich die konkreten Klimaschutzmaßnahmen, die Sie da schuldig sind, gerade vor dem Hintergrund, dass Ihre Fraktion insbesondere besonders massiv kritisiert, dass den Gesetzentwurf aus dem Ministerium für Umwelt, wo gesagt wird, das passt alles nicht, das wollen wir nicht. Wann kommen Ihre konkreten Maßnahmen, sei es aus dem Klimakomitee oder wo auch immer her? Stefan Gelbhaar war das, Bündnis 90, die Grünen. Schau einfach in die Eckdaten meines Haushaltes und der wächst auf. Wächst auf. Heute so in den Eckwerten beschlossen. Aber ich habe dazu gesagt, dass an der Stelle noch zu reden ist über verschiedene Maßnahmen, die auch prioritär die Abgeordneten im Haushaltsausschuss und im Verkehrsausschuss wollen, wo wir noch zulegen können, was wir besser abbilden können. Um diese Diskussion geht es, wie in jedem Haushaltsjahr auch, ein völlig normales Verfahren. So, und wir haben einfach ein Rekordniveau der Investitionen im Verkehrsbereich. Das wäre, wenn Sie an der Regierung beteiligt wären, wahrscheinlich anders. Das muss man auch dazu sagen oder wissen. Und jetzt ist der Hintergrund, wann wir über konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz reden. Wir reden jeden Tag darüber. Nur der Hintergrund ist, dass wir verschiedene Gremien jetzt vereinbart haben, ob das das Klimakabinett ist, um diesen Prozess zu kanalisieren, ob das die nationale Plattform Zukunft der Mobilität ist, wo mehrere Ministerien beteiligt sind, nicht nur meines, sondern auch Umweltministerium, Wirtschaftsministerium, Arbeitsministerium, Finanzministerium, um ganz konkrete Maßnahmen von den Experten erarbeitet zu bekommen, wo wir beispielsweise in meinem Bereich die Einsparungen, die ja soweit bekannt sind oder fixiert sind, mit welchen Maßnahmen bekommen. Das kann ich Ihnen nicht jetzt sagen, weil morgen auch wieder eine Arbeitsgruppe tagt, zu der parallel zu einer Demo aufgerufen wurde von Mitgliedern dieser Arbeitsgruppe, die selber in dieser Arbeitsgruppe drin sind. Bemerkenswerte Herangehensweise. Aber Sie sind auch herzlich eingeladen, bei diesem Diskussionsprozess mitzuarbeiten. Ich glaube, wir tun uns aber mit Ihren Plänen und meinen Plänen recht schwer. Hochspannend, Herr Minister, sowohl der Bericht über die Demos und das Zusammenspiel mit den Arbeitsgruppen. Ich bitte trotzdem auf die Zeit zu achten. Frau Präsidentin, meine vorhergehende Frage war 42 Sekunden vor der Zeit. Wunderbar. Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Florian Osner. Florian Osner für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen Dank fürs Wort. Lieber Herr Bundesminister, lieber Andi Scheuer, ich möchte ganz gerne den Bereich der Spedition und der Logistik heute noch mit anreißen, weil ich denke, das ist dann in Deutschland einer der entscheidendsten Wirtschaftsfaktoren für die Prosperität in unserem Land. Und da möchte ich ganz herzliches Dankeschön sagen an die Anstrengungen, gerade auch im Bereich der kombinierten Verkehre. Wie kann aus Ihrer Sicht die Bundesregierung auch in Zukunft sicherstellen, dass Deutschland weiterhin den Titel als Logistik-Weltmeister erfolgreich verteidigen kann? Und wie trägt dabei die Digitalisierung in unserer Logistikbranche dazu bei, dass man das Ganze cleverer, moderner und klimafreundlicher gestalten kann? Dankeschön für die Frage, Herr Kollege. Wir haben ja die nationale Plattform Güterverkehr und Logistik unlängst in Frankfurt gehabt, wo ich begeistert war von den verschiedensten neuen Ideen auch, wo die Unternehmer nicht lauthals über neue digitale Lösungen reden, sondern sie einfach machen. Wir sind Exportweltmeister, nicht nur was die Güter betrifft, sondern auch Logistikweltmeister. Und das gibt mir Hoffnung, dass nicht nur die Hardware, die wir tagtäglich auf unserer Infrastruktur haben,
Und dann meine ich nicht nur die Straße, sondern auch die Software, die vielen Menschen, die in der Logistik arbeiten, Deutschland, die Maschine Deutschland am Laufen halten. Wir schauen immer auf die Automobilindustrie, ja, das ist die Leitindustrie. Wir müssen aber genauso im gleichen Atemzug auf Maschinenbau und Logistik schauen, weil da werden in vielen, vielen Berufsfeldern viele junge Menschen neu ausgebildet. Es ist Fachkräftebedarf. Und das heißt, dass wir mit den neuen digitalen Möglichkeiten in eine neue Zeit gehen, wo Deutschland Know-how exportieren kann, nicht nur was die Güter betrifft, sondern auch was die Leistungen betrifft. Und damit haben wir wieder den Fuß in der Tür für die nächsten erfolgreichen wirtschaftlichen Zeiten. Und das möchten wir gerne mit vielen, vielen Förderungen auch unterstützen, mit vielen Gremien, aber auch mit vielen wissenschaftlichen Arbeiten. Und da ist die Logistikbranche über die Verkehrsträger hinweg in Deutschland äußerst gut aufgestellt. Herzlichen Dank. Sie haben keine Nachfrage jetzt? Dann stellt gleich der Kollege Luksic eine Nachfrage und ich bitte alle Fraktionen mir zu signalisieren, wer von den gemeldeten Fragestellern zu anderen Fragen, ich rede jetzt nicht von den Nachfragen, jeweils eine noch, dann in der Verlängerung jetzt noch drankommen soll, so dass ich die Verlängerung maximal ausnutze, wir dann aber in die Fragestunde kommen. Ja? So, Kollege Luksic. Oliver Luksic hat jetzt eine Nachfrage. Sprecher für Verkehrspolitik der FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, Herr Minister Scheuer, ich teile die Ausführungen zum Logistiksektor, aber es droht uns zum Ende des Monats ein Logistikchaos, was den Brexit angeht, der massiv die Flughäfen, die Häfen betreffen wird und auch die Spedition. Wir haben ja 190.000 Fahrten pro Jahr nach Großbritannien und meine Frage ist, was das BMVI hier für Vorkehrungen getroffen hat. Es gibt ja eine ganze Reihe an Punkten, die vor allem aus dem Logistiksektor angesprochen worden sind, Kabotagefahrten, die Frage des Zolls, wie sich dort vorbereitet wird. Und andere Länder haben Notfallpläne gemacht, wie beispielsweise Frankreich. Mir scheint es, dass hierzu der Vorbereitungsstand im BMVI noch nicht so weit ist, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ich bin der festen Überzeugung, da muss man sich hervorragend vorbereiten, um zu vermeiden, dass an den Grenzen ein riesiger Stau und ein Chaos entsteht, wenn der Brexit nicht verhindert werden kann. Ja, Herr Kollege Luksic, wir haben über die Ministerien der Bundesregierung natürlicherweise ein Szenario gerechnet für den Worst Case. Da ist ja beispielsweise, wenn ich an den Zoll denke oder die Grenzabwicklung nicht nur des BMVI allein am Machen, sondern natürlich brauchen wir da andere Ministerien auch. Wir haben sehr frühzeitig mit Rechtsanpassungen, mit Verordnungsanpassungen, aber auch mit dem Kontakt mit den britischen Behörden, was die Luftfahrt betrifft, Vorkehrungen getroffen. Wir sprechen, muss ich nochmal bestätigen, vom Worst Case. Aber wir müssen uns, wie Sie richtig bemerken, auf diesen auch einstellen, vor allem was den LKW und die Luftfahrt betrifft. Also da sind wir sehr intensiv in Kontakt, was die Arbeitsebene betrifft, mit der britischen Seite. Und auch da gibt es verschiedene Ausarbeitungen, die wir auch in der Bundesregierung, im Bundeskabinett mehrfach angesprochen haben und auch wirklich schon intensiv seit Monaten am Arbeiten daran sind. Also Ihre Rückmeldung aus Frankreich ist okay, aber wir arbeiten auch. Sie hatten das jetzt eben als Nachfrage gemeldet, da geht es nicht weiter, sondern ich rufe jetzt auf Stefan Schwarze. Stefan Schwarze für die SPD-Fraktion hat die nächste Frage. Es geht nochmal um die in dieser Woche verkündete Neubaustrecke Bielefeld-Hannover. Wir haben da inzwischen eine ganz lange Geschichte in dem Bereich. Im vergangenen Bundesverkehrswegeplan stand drin, den Lückenstoß an der bestehenden Strecke. Dann kam der neue Bundesverkehrswegeplan. Der sah vor eine Tunnellösung an der Porta durch den Jakobsberg an der Stelle. Jetzt haben wir in dieser Woche erfahren, dass das Verkehrsministerium eine neue Trasse zwischen Bielefeld und Hannover plant, abgehend irgendwo hinter Bielefeld und dann an der A2 begleitend. Da ist erstmal die ganz klare Frage, welche dieser Trassen bevorzugen Sie denn jetzt?
Sie haben angekündigt, im nächsten Jahr in ein Bürgerdialogverfahren einzusteigen. Gibt es dafür schon eine konkrete Planung? Und diese jetzige Trasse findet sich so im Bundesverkehrswegeplan ja nicht wieder. Wie beabsichtigen Sie, damit umzugehen? So wie es bei großen Schienenprojekten ist, jeder wünscht erst einmal mehr Verbindungen und schnellere Verbindungen bei der Schiene. Wenn es dann konkret wird, dann kommen natürlich die Betroffenheiten. Ist doch auch völlig klar, ist auch kein Vorwurf. Wir prüfen, wie vorher gesagt, alle Trassenvarianten. Auch die Wirtschaftlichkeit der Trassenvarianten, Bürgerdialog 2020. Wir sind da noch in einem sehr frühen Stadium. Und natürlich werden wir Sie als Abgeordnete, die an dieser Strecke mit die Bürger im Parlament vertreten, einbinden in diese Diskussion. Das haben wir nicht nur an dieser Strecke Bielefeld-Hannover, das haben wir an vielen Stellen in Deutschland auch. Sie haben die Möglichkeit zu einer Nachfrage? Ja, wir haben das diese Woche ja erfahren über die Presse. Wäre schön, wenn wir dann jetzt auch zügig in die anderen Verfahrensstände mit einbezogen würden und informiert würden. Ich frage aber jetzt explizit noch mal nach der Tunnelvariante durch den Jakobsberg. Ist die vom Tisch oder wird die weiter geprüft? Mein Bahnbeauftragter raunzt mir geradezu, wird weiter geprüft. So, wir sind jetzt noch zwei Fragestellerinnen gemeldet. Die rufe ich also beide noch auf und dann ist die Verlängerung auch beendet. Die erste Frage stellt Daniela Wagner. Daniela Wagner für die Bündnis Grün mit der nächsten Frage. Sie wissen ja auch, dass der CO2-Ausstoß im Luftverkehr überproportional wächst. Und deswegen wollte ich von Ihnen gerne wissen, welches Reduktionsziel Sie für diesen Verkehrsbereich vorgesehen haben und falls Sie eins haben, wie dieses Reduktionsziel aussieht. Und falls Sie kein Reduktionsziel benennen könnten, ob Sie schon sich überlegt haben, welcher andere Verkehrssektor eigentlich das CO2-Reduktionsziel bzw. das Mehraufkommen an Schadstoffemissionen im Luftverkehr ausgleichen soll, welcher Sektor im Verkehr verpflichtet werden soll, das durch überproportionales Aufbringen von Reduktionseinsparung auffangen soll. Frau Kollegin, gerade beim Luftverkehr sind wir in einer sehr, sehr interessanten Zeit, was die Innovationen betrifft. Wir fliegen schon jetzt synthetische Kraftstoffe am Flughafen Leipzig. Wir haben neue Triebwerkstechnologien, die nicht nur den Lärm reduzieren, sondern auch die Verbräuche reduzieren und die Schadstoffbelastung. Wir haben die ganze Diskussion über die Mobilität der Zukunft in der Luft. Das heißt, da wird einiges an Neuerungen kommen. Da werde ich mich jetzt nicht eingrenzen, was meine Ideen oder die Ideen der Experten betrifft, auf Ziele eingrenzen lassen, sondern ich möchte, dass wir gerade was die deutschen Ingenieure bei den verschiedenen Einrichtungen betrifft, dass die Ideen zum Tragen kommen. Wenn ich in Oberpfaffenhofen bin beispielsweise, dann freut es mich, wenn junge Ingenieure neue Dinge entwickeln, die für die Mobilität für uns über die Verkehrsträger hinweg und auch den Verkehrsträger Luft sehr interessant sind. Für eine spezifische Reduktionsziel für den Luftverkehr ist es aus meiner Sicht viel zu früh. Eine kurze Nachfrage. Sie haben ja oft geäußert, dass Sie als klimafreundliche Option sich stark dafür einsetzen, dass Kurzstrecke, also unter 1000 Kilometer, auf die Bahn verlagert wird. Jetzt wollte ich Sie noch fragen, ob Sie denn schon konkrete Ziele haben, ob Sie glauben, dass Ihr Investitionsaufwuchs bei der Bahn ausreicht und welche Strecken gegebenenfalls absehbar ersetzbar wären, wo man also dann nicht mehr fliegen müsste, sondern gut mit der Bahn fahren könnte mit vergleichbarem Tempo oder vergleichbarem Zeiteinsatz? Frau Kollegin, ich bin begeistert über diese Frage. Super. Weil wir machen nichts anderes. Wir haben gerade jetzt die Diskussion über Bielefeld-Hannover gehabt. Das wäre so ein Potenzial. Wir ertüchtigen das Thema Rhein-Ruhr. Wir
haben jetzt die Elektrifizierung zwischen Zürich und München. Wir haben jetzt ein Verlagerungspotenzial auf der Strecke Berlin und München um 30% vom Luftverkehr zur Schiene. Dann freut es mich, wenn Ihre Partei und Ihre Fraktion auch alle großen Schienenbauprojekte mit Inbrunst und mit hohem Engagement unterstützt und auf der Seite der Planer steht und nicht auf der anderen Seite. Und die letzte Frage in dieser den Minister begeisternden Regierungsbefragung stellt der Abgeordnete Schäffler. Vielen Dank für diese 45 Minuten, Frau Präsidentin. Vielen Dank. Herr Minister. Ziemlich locker machen, ja? Entschuldigung. Kein Problem. Herr Minister, mal ein anderes Thema. Der derzeitige Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Jörg Kukies, war vor seiner Tätigkeit Chef von Goldman Sachs in Deutschland. Und Goldman Sachs hat 2017 die Commerzbank hinsichtlich Fusionen und Übernahmen beraten. 2018 wechselte Jörg Kukies ins Finanzministerium als Staatssekretär. Dort begleitete er die Fusion von Commerzbank und Deutscher Bank. Meine Frage an Sie: Hat Herr Kukies im Zuge seiner vorherigen Tätigkeit bei Goldman Sachs, Deutsche Bank bzw. die Commerzbank hinsichtlich der Fusion oder Übernahme beraten? Wie oft hat sich Herr Kukies in seiner bisherigen Zeit als Staatssekretär mit der Commerzbank bzw. der Deutschen Bank getroffen, um über eine Fusion der beiden Institutionen zu beraten? Wie kann die Bundesregierung, um das abzuschließen, einen Interessenskonflikt von Herrn Kukies ausschließen? Frank Schäffler für die FDP-Fraktion, jetzt mit einer Frage aus einem anderen Fachbereich. Zu früh gefreut. Danke für die Fragestellung. Herr Kollege, der Inhalt Ihrer Frage oder die Antwort auf Ihre Fragen entzieht sich meiner Kenntnis. Wir haben